Hallo, ich meine, Freunde, und herzlich willkommen hier in der Höhle. Bei The Forest. Wir sind hier eigentlich nur gerade, um Trinken zu holen. Und haben da hinten gerade eben was gehört, also hier hinter der Mauer. Und jetzt kommt das Heftigste. Gerade eben, ja, in der letzten Folge, haben wir so ein riesiges Viech gehört. Das hatte so riesig. Das hat einfach mal richtig heftig gestampft. Und wir wissen nicht, was das war. Also. Echt unnormal das Ding. Und jetzt machen wir erstmal das Ding hier kaputt. Mir persönlich un total unangenehm ist, das Ding kaputt zu machen, denn es ist halt scheiße laut. So. Genau, hier wollte ich hin. Gut, ich wusste, dass da jemand ist, weil ich habe mich immer erschrocken. Und ich wollte eigentlich nur hier hin. Super, Mission completed. Können wir jetzt ja wieder nach draußen. Licht bitte an. Einmal nach draußen, bitte. Sollen wir ruhig sein? Okay, das Monster ist hier nirgends. Verpissen wir uns. Wir nehmen einfach den direktesten Weg, den man nehmen kann. Wir gehen einfach jetzt hier schnurstracks durch. Denn das war etwa in der Richtung, war dieses Mordsding. Oh, da ist so ein. Seht ihr diesen Baum da? Diesen riesigen großen Baum, diesen, der ist weiß. Müsst ihr wissen. Oh, ein Reh. Und diese. Das ist so. Das habe ich halt gelesen, dass dieser Baum. Oder dass die Ureinwohner diesen Baum sozusagen anbeten, so. Ja, das ist so eine Art. Gottesding und da hat sich gerade irgendwas bewegt. Wie nennt man denn sowas am besten? Ja, schon so ein Gottding. So ein. Oh, dieses Reh. Oh mein Gott. So wie bei Game of Thrones, diese. Die Bäume dort. Oh mein Gott! Die Bäume sind dort ja bei Game of Thrones so ein Bestandteil oder halt so ein sowas, so eine Art, die Götter anzubeten. Und dort ist es, glaube ich, ähnlich. Und ich glaube jetzt gerade, dass die dieses riesige Mordsding, was wir in der letzten Folge gesehen haben, zu dem Lager gebracht haben. Das wäre halt jetzt so ein Brainfuck, weil die sind da hinterhergelaufen, ja? Und haben da liefen so gebückt, als ob sie das anbeten würden. Alter, diese Dinger sind einfach mal so creepy. Gerade wenn da so viel unten rumchillen. Ich glaube, ich gehe mal andersrum. Oh, okay. Ach, der hatte mal kurz wieder Haarausfall, hat mal keinen Head and Shoulders genommen. Ja, Vögel. Ja, die meisten Vögel wissen sowas halt nicht. Ist halt so. So, wir beschränken uns hier noch weiter schön auf unsere Arbeit. Wir haben jetzt 10. Wir wollen da jetzt erstmal noch ein bisschen die Loks hier füllen. 3 fehlen uns nur noch. Ich kann das echt gar nicht glauben, was ich da vorhin gesehen und gehört habe. Wirklich, das ist so ein mega Viech. Das war echt unnormal groß. Und man hat das schon von weitem gehört, dieses Boom. Aber
immer noch die ganze Zeit irgendwie Angst, dass es jetzt hier gleich irgendwie nochmal kommt. Alter. Das Spiel ist nicht ohne. So. Ja, so ein Survival, ja, steht glaube ich als Survival Horror Game ja auch drin. Also. Ah, wir haben schon 10. Wie viel ist noch? 41? Warum 41? Ah, wollte gerade schon sagen, 32. Ja, das macht Sinn. 16 plus 16 sind 32, ja. Da hast du richtig gerechnet. Super, duper, Dankeschön. Ha, ja, Freunde. Ich habe mich jetzt langsam von meinem Schock erholt. Und werde mich jetzt hier weiter an meine Aufgaben bzw. unsere Aufgaben hier begeben. Uns ein nettes Wünsche, eine nette Wohnung uns hier einzurichten. Oh, ich muss gleich mal kurz Medikamente nehmen. Musste ich ja in dem Spiel so fast doch gar nicht, da weil ich mich noch nie so richtig auf Kämpfe eingelassen habe. Und wenn, dann habe ich sie richtig dominiert hier. So, warte mal kurz. Ja, aber en masse haben wir ja wirklich. Das ist ja unnormal, wie viel wir haben. Ja, renn doch weg, Schisser. Stell dich deinem Schöpfer. So, fehlen uns noch 7 auf der Seite. Guck und stellt er sich. Ach, wahrscheinlich war das jemand anders. Genau. Das ist, glaube ich, auch so ein Baum. Sieht nämlich auch schon so dürr aus. 23, wir kriegen pro, für jeden Baum kriegen wir 4. Das sind noch 6 Bäume etwa. Ne, jetzt sind es ein bisschen weniger. Ja, ist eigentlich egal. Kriegen wir das noch in der Folge hin? Ah, ja, komm, wir machen das noch und dann ist die Folge auch zu Ende. Ja. Wenn wir schon noch die Zeit haben, nutzen wir sie auch noch. Super. Ja, 13, ja, das sind gleich nur noch 3 Bäume. Ja, 13. Hab ich 4 gesagt? Ne, 3, oder? Ja, 3. Ja, 3 kommen etwa hin. Können auch nur noch 2 sein, wenn wir so 5 rumliegen. Oder rumliegend finden. Sagen wir es mal so. Wir haben gerade irgendein Steinchen aufgenommen, oder? Nee, doch. So, noch 9. Ist das Ding kaputt und das hinter uns? Fahr nach vorne, fahr nach vorne. Ja, gut. 1, 2, 3, 4.
Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen doch jetzt noch irgendwo einen. Der letzte Stick ist auch da. So, meine Freunde, das war's mit der heutigen Folge. The Forest, haut rein. Bis denn. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es wieder heißt The Forest, haut rein. Ciao. Tschüss.